So, einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Timo Stubel von der Firma Parallels und ich darf Ihnen heute das Thema HALB, also High Availability Load Balancer mit Parallels Remote Application Server vorführen. Um das Ganze zu starten, müssen wir hier mal kurz auf meinen VMware-Host schauen, denn hier habe ich schon meine Linux-basierte Appliance, die wir auf unserer Webseite zum Download bereitstellen. Einmal direkt zum Import in VMware ESX. Das ist dann eine OVA-Vorlage. Wir haben aber auch alle anderen Dateitypen für weitere Hypervisor auf unserer Webseite zum Download bereit. Mit der OVA ist es natürlich sehr einfach. Die habe ich hier einfach importiert. Die habe ich hochgefahren. Sie sehen, diese ist aber derzeit noch nicht konfiguriert. Also alle RAS HALB Services stehen hier als nicht konfiguriert, not configured. Wir sehen allerdings, dass sich meine Appliance per DHCP ganz bequem eine Adresse in meinem Netzwerk gezogen hat. Das ist die 172.16.0.24. Da ich keinerlei Linux-Kenntnisse habe und ich die auch tatsächlich nicht brauche, bin ich hier an der Stelle fertig. Mehr muss ich nicht tun. Wir gehen auf unseren Parallels-Server, gehen in unsere Parallels-Konsole und gehen auf den Bereich HALB. Das ist der HALB. Hier wird nämlich jetzt die gesamte Geschichte konfiguriert. Unsere HALB-Appliance hat folgenden, Kern oder Grundidee. Wir wollen auch natürlich diese Appliance clustern. Das heißt, im besten Fall haben wir zwei virtuelle Appliances. Wie gerade eben gesehen, zieht sich jede Appliance eine Adresse per DHCP. Selbstverständlich können wir die auch manuell vergeben. Ja, gerade dann, wenn so eine Appliance in der DMZ stünde, da habe ich wahrscheinlich kein DHCP aktiviert, kann ich selbstverständlich auch diese Adressvergabe manuell machen. Auch das erfordert keine großen Linux-Kenntnisse. Diese blaue Konsole, die wir gerade gesehen haben, die ist mit Pfeil hoch und runter und Enter zu bedienen. So, zurück zum Ursprung meines Gedankens. Kernidee ist, dass ich zwei Appliances betreibe, die ich cluster. Das heißt, die müssen sich gegenseitig über ein Heartbeat identifizieren, finden und müssen natürlich von außen als ein Cluster auftreten. Wie das bei einem Cluster so ist, brauche ich eine Cluster-IP-Adresse. Heute sagt man so schön VIP, virtuelle IP-Adresse dazu. Das heißt, wenn ich hier einen solchen HALB hinzufüge, sprechen wir hier immer von unserem Cluster, HALB-Cluster. Hinzufügen, den nenne ich jetzt einfach mal DMZ, meinen Cluster, DMZ-Cluster. Und der soll eine IP-Adresse bekommen. Das ist jetzt eine IP-Adresse, die ich dem Cluster hinterlege, also eine virtuelle IP-Adresse. 172.16.0.200, die kann man sich gut merken. In meinem Subnetz 255.255.255.0. Bei mir ist das alles ein bisschen größer. Das ist nämlich nur eine Demo. So. Und wir sagen weiter. Dieser HALB-Appliance ist technisch wie ein Proxy. Ich glaube, das Linux-basierte Modul nennt sich auch einfach HA-Proxy. Und was passiert mit dem Proxy? Der nimmt also jetzt auf Port 80 etwas entgegen und jetzt muss er das irgendwohin weiterleiten. Alles, was auf meinem Cluster jetzt auf Port 80 ankommt, soll er auf mein internes Parallels Secure Client Gateway, welches auf dem Windows-Server srv1.demo.local läuft, weiterleiten. Wir sagen Next. Die Appliance hört natürlich auch auf SSL. Und alles, was auf SSL reinkommt, soll die Appliance weiterleiten durch meine DMZ auf meinen Parallels Secure Client Gateway Server, mein SRV1. Im Bereich SSL habe ich jetzt noch die Möglichkeit, auf der Appliance ein sogenanntes SSL Offloading zu machen. Das heißt, das SSL-Zertifikat wird auf der Appliance aufgelöst und dann geht es von der Appliance dann unverschlüsselt zu meinem internen Server weiter. Oder ich mache einen sogenannten Pass-Through. Er schiebt also den gesamten verschlüsselten Verkehr einfach durch die Appliance durch und das SSL terminiert erst auf meinem Gateway-Server. Das erscheint mir jetzt gerade als die bessere Methode. Wir sagen weiter.
So, und da sind wir schon auf dem Punkt Devices. Die Devices sind tatsächlich die Appliances, die Linux-Appliances, die ich auf meinem Hypervisor importiert habe. Ich sage hier oben hinzufügen. Er findet auch direkt meine Appliance mit der 24. Die haben wir gerade eben in meiner VMware-Konsole blicken können, gesehen können. Wir sagen okay. Adding Device. Es ist grün, wunderbar. Ich habe jetzt nur die eine Konsole, ich habe jetzt nur die eine Appliance. Ne? Wir könnten jetzt hier natürlich auch eine weitere hinzufügen, wenn ich das wirklich hochverfügbar gestalte. Das reicht mir anstelle, ich sage einfach Apply. Jetzt warte ich nur, bis hier oben bei Status grün aufkommt. Wir sagen einfach mal aktualisieren. So, da ist das Teil. Jetzt können wir auf meinen anderen Desktop gehen und starten einfach mal einen Webbrowser und den bringe ich auf https Doppelpunkt Doppelslash 172 16.0.200. Und wir sind auf meinem Secure Client Gateway, welches ich auf Server 1 betreibe, aber wir sehen es hier oben an der URL. Ich greife eben ganz bequem über meine Halb-Appliance darauf zu. Ich melde meinen Testbenutzer, den Tom, an. Das ist nur mein Passwort, One-Password-Manager. Ich habe mich vertippt, deshalb kommt er hier hoch. So, alles klar. User ist authentifiziert. Und jetzt kann ich natürlich hier auch meine Applikationen entsprechend starten. Im Hintergrund macht er mir jetzt eine Terminal Server Session auf und da haben wir unser WordPad. So schnell haben wir einen Halb-Appliance gebaut. So, das Ganze möchte ich aber jetzt gerne auch an meinem lokalen Client mal konfigurieren. Ja, meinen lokalen Client, den lade ich herunter, den installiere ich und danach sage ich meinem Client, bitte konfigurieren. Hier klicke ich drauf. Wir laden ein sogenanntes Verbindungsobjekt herunter, ein Konfigurationsfile. Und das habe ich jetzt gerade in meinen lokal schon installierten Client importiert. Wir gehen hier mal drauf, Rechtsklick, Verbindungseigenschaften. Wir sehen, er macht also jetzt eine Verbindung auf die 0200 SSL auf Port 443. Ja, super. Doppelklick. Tom. Und da sind all meine Applikationen. Ich starte das WordPad einfach mal. Da sind wir. Und jetzt habe ich hier die native Integration durch den Parallels Client, der aber wiederum durch meine Halb-Appliance kommuniziert. Das Ganze können wir nochmal aus Sicht eines Administrators natürlich auch beobachten. Ich lasse hier mal meine User Session von Tom geöffnet und wir wechseln nochmal auf den anderen Desktop und gehen hier auf den Reiter Sessions und finden jetzt hier die aktive Sitzung von Tom. Ich sage mal Rechtsklick Show Information und schauen Sie mal hier, das finde ich richtig schick, der sogenannte Connection Detail. Wir sehen, Tom hat sich als Gateway SSL-Methode authentifiziert mit seinen Credentials. Einen Multifaktor-Authenticator haben wir nicht konfiguriert, deshalb ist das hier leer. Aber super schön finde ich das hier, der Connection Flow. Wir sehen hier, dass er über meine virtuelle Halb-Appliance die 200 reinkommt. Dann ist er auf die aktive Appliance mit der 24 gegangen. Hätte ich jetzt also mehrere Appliances, würde ich auch hier genau sehen, über welche meiner Appliances der User tatsächlich reinkommt. Das ist wichtig, wenn ich vielleicht mal so eine Appliance zu Wartungszwecken runternehme, also neu starten muss oder ähnliches. Und dann kann ich das hier zum Beispiel auch sehen. Und natürlich der zweite Hop ist mein internes Secure Client Gateway, welches auf SRV1 läuft. Also hier sehe ich wunderbar diesen Connection Flow. Sie sehen auch hier, die Halb-Appliance unterstützt ebenfalls UDP. Wenn Firewall-seitig der Parallels Client auch UDP 443 darf, dann schaltet dieser Client eben auf UDP um und das ist besser für Video- und Audioübertragung, weil wir aufgrund des verbindungslosen Protokolls, also UDP,
diese Informationen einfach nur über die Leitung jagen, über die Leitung pumpen. So, das ist eigentlich schon alles. Das ist die Konfiguration einer Parallels Halb Appliance. Ich fasse es hier nochmal ganz kurz zusammen. Wir konfigurieren eine VIP, eine virtuelle IP-Adresse, auf die der Cluster hört. Dem Cluster gehören allerdings dann mehrere, eine oder mehrere Devices, also die einzelnen Appliances, die Sie auf Ihrem Hypervisor importieren, die gehören dem dann einfach an. Bei mir nur die eine. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bedanke mich für Ihr Interesse, bedanke mich für Ihr Zuhören und Zuschauen und sage auf Wiedersehen.